Parkplätze sind in Landshut Mangelware. Wie praktisch, dass eine große Fläche im Ergoldinger Westen freisteht. Seit Ende November 2013 ist das 7000 Quadratmeter große ehemalige Praktikergelände ohne Nutzung. Dass sich kein neuer Mieter findet, daran ist wohl die Aufteilung des Gebäudes auf drei Eigentümer schuld. Einer bezieht noch Miete, von den Unternehmen ATU und Massa Fertighaus. Die anderen beiden waren in der ersten Jahreshälfte auf der Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Ihnen gehört der Teil links vom Eingang und der hinter dem Gebäude. Dort war früher die Warenannahme. Seit Mai 2014 ist Franz Wallner nun als Projektentwickler tätig. Hier auf der rechten Seite ist Eigentümer ein größerer Fonds. Hier haben wir versucht, kurzfristig eine Lösung herbeizuführen, gemeinsam, um hier zwei Interessenten für Baumarkt anzusiedeln. Das ist leider bis dato nicht gelungen. Und jetzt versuchen wir mit den zwei anderen Eigentümern hier an der Ecke Meisenstraße eine Lösung für zwei Vollsortimenter durchzuführen. Wann genau das sein wird, hängt von den weiteren Verhandlungen mit den potenziellen Mietern ab. Es ist dann notwendig, hier eine Trennung der Gebäude herbeizuführen. Das heißt, auf der Fläche vom früheren Praktiker muss in der Mitte eine Wand eingezogen werden. Hier ist auch der dritte Eigentümer noch verpflichtet. Und dann von der restlichen Fläche machen wir einen Abbruch und dann würde ein Neubau entstehen. Für den Bauantrag hat der Markt Ergolding schon seine volle Unterstützung zugesagt. Die fehlenden Gewerbesteuereinnahmen wurden durch Steuereinnahmen von größeren Unternehmen in Ergolding fast ausgeglichen. Welche Branche in dem Industriegebiet schwächer vertreten und damit wünschenswert wäre, lässt sich schwer einschätzen. Wenn es dieselbe Nutzung ist, die es früher war als Baumarkt, hat der Markt sicherlich nichts dagegen. Prinzipiell denke ich einmal, dass der Markt für alle Gewerbearten offen ist, die im Endeffekt dieses Areal als Eingang zum westlichen Bereich des Marktes Ergolding wieder aufwerten. Und dann gibt es ja auch noch den Bäcker, das Bistro Blau. Die Praktikerpleite war ein Schock für das Betreiber-Ehepaar Blau. Weil ich vor 2,5 Jahren erst hier angefangen habe und habe ich schon vorgestellt, dass die nach Praktika hier wurde ganz schlecht sein. Aber wir haben mit unseren wirklich treuen Kunden weitermachen können bis jetzt. Und muss ich auch denen bedanken, dass die uns unterstützt haben in der Zeit. Trotzdem, die Laufkundschaft fehlt seit der Baumarktschließung. Der Umsatz ist um die Hälfte zurückgegangen. Mit einem großen Angebot vom Frühstück über ein warmes Mittagessen bis hin zu Kaffee und Kuchen spricht das Bistro Blau aber dennoch einige Kunden an. Aufgeben kommt für die Inhaber jedenfalls nicht in Frage. Man kann sich nicht aussuchen, was reinkommt. Wichtig ist, dass was reinkommt und dass sich die Herrschaften einig werden, wie sie jetzt entscheiden. Das ist ja das große Problem gewesen. Ich hoffe, dass sie eine Lösung finden und dass da was reinkommt. Der Bäcker ist auf der Seite, wo der Neubau entstehen soll. Franz Wallner will sich dafür einsetzen, dass er an diesem Standort bleiben kann. Was hingegen verschwinden soll, ist die derzeit hohe Zahl der Fremdparker.